Hallo ihr Lieben, wisst ihr, welches Legemuster ich als Kartenberaterin am allerhäufigsten lege? Egal ob mit den Tarotkarten oder den Kipperkarten, da geht es um dieses Legemuster der Beziehungsstand. Und der Beziehungsstand, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Partnerschaften, sondern auch zum Beispiel, wie ist die Beziehung zu meinem Chef, wie ist er zu meiner Tochter, zu meinem Onkel, zu meinem Opa, zu allen Personen in eurem Umkreis, könnt ihr sozusagen dieses Legemuster legen. Und wenn die Ratsuchenden zu mir kommen, dann sind die natürlich oft auch sehr aufgeregt und erzählen mir eine Geschichte, zum Beispiel über den Chef oder zum Beispiel über die Tochter oder eben auch zum Partner. Und da wollen sie immer wissen, wie geht's weiter oder löst sich das bald das Problem oder so. Und ich gucke aber als allererstes immer erstmal, wie schaut die Beziehung denn wirklich aus? Weil oft ist ja die Selbstwahrnehmung ganz anders als die Fremdwahrnehmung, ja? Also ich nehme vielleicht den Chef als böse oder sonst was war und der meint es vielleicht gar nicht so. Und deswegen lege ich als allererstes immer 7 Karten. Heute habe ich wieder meine Karten dabei. Und zwar legen wir heute mal mit den Tarotkarten eben diesen Beziehungsstand. Ich zeige es euch ganz genau, wie es geht. Wir brauchen also 7 Karten, haben wir schon gesagt. Die erste Karte von den 7 kommt genau in die Mitte, weil hier geht es um das Thema. Also entweder der Konflikt oder das Thema oder sozusagen der Unterbau, auf dem die Beziehung steht. Die zweite Frage, das ist die bewusste Ebene des Partners, also desjenigen, auf den ich lege. Ja, also zum Beispiel mein Partner oder aber auch mein Ex-Partner oder der Chef oder sonst jemand. Das ist die Herzebene. Also was fühlt derjenige denn wirklich und was zeigt er nach außen? Und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Was zeige ich denn nach außen? Und was ist meine Herzebene? Und was ist meine bewusste Ebene? Also wie schätze ich es ein? Und dann drehen wir mal die Karte in aller Ruhe um, okay, und schauen uns das mal der Reihe nach an. Also, jetzt drehe ich sie mal schnell gerade um, dass ihr das dann mitgucken könnt und mitverfolgen könnt. Könnt ihr euch ein bisschen orientieren hier. So, nochmal hier. Und dann nochmal die Herzebene, meine Herzebene und die bewusste Ebene. Gut, das Fundament. In der Mitte haben wir hier diese Münzen, diese 4 Münzen. Und wir sehen ja schon, der hält jemand ganz schön fest, ja. Also in dieser Beziehung geht es auf jeden Fall um Klammern oder auch Loslassen. Da will jemand ganz fix den anderen vereinnahmen. Vielleicht wollen sie es beide. Wir gucken weiter. Was wir sehen, der Partner hier, die bewusste Ebene des Partners ist wie folgt. Der sagt erstmal, ich brauche meine Ruhe, ich brauche jetzt erstmal Rückzug, mir ist das irgendwie alles zu viel. Und dass ihm das zu viel ist, sieht man auch hier an dem Wagen, weil der Wagen, schaut, der hat 2 Pferdchen vorne dort, ein weißes und ein schwarzes. Und derjenige, der von dieser Karte gekennzeichnet ist, der will entweder ganz schnell weg oder ganz weit, ganz schnell in die Beziehung rein. Auf jeden Fall sehr ungeklärter Zustand, also er zieht sich zurück und weiß überhaupt nicht, was er will. Will er weg aus der Beziehung oder will er rein in der Beziehung? Nach außen tut er aber so, 3 Stäbe, alles gut. Ist ja ganz häufig so, gell, dass wir nach außen sagen, alles gut, bei mir ist alles perfekt, alles wunderbar. In Wirklichkeit schaut es aber innen drin ganz anders aus, weil er brauchte schon eine Ruhephase. So, machen wir es andersrum. Hier, was ist meine Bewusste, also die des Fragestellers, ja? Und der Fragesteller, der rechnet eben schon mit Streit und mit Konflikt. Klar, wenn der andere sich zurückzieht, das, oder wenigstens Gedanken an den Rückzug hat, das spüre ich ja, wenn ich mit dem anderen sehr eng verbunden bin, ja? Von der Herzebene ist der Fragesteller auf jeden Fall sehr happy in dieser Beziehung. Der ist dankbar, dass er denjenigen hat, okay? Und hier, was haben wir hier noch? Jetzt zeigt, was zeigt unser Fragesteller nach außen? Er zeigt nach außen zu seinem Partner hin, du bitte, komm doch mit dem liebevollen Vorschlag an mich hin. Bitte lass uns doch versöhnen. Bitte lass uns doch wieder Freunde sein. Und was heißt das jetzt also insgesamt bei dieser Situation? Bei dieser Situation sehen wir, dass das Problem liegt ja ganz groß in der Mitte, dieses Klammerthema ist. Also da ist Nähe und Distanz nicht geklärt. Einer will mehr als der andere, okay? Und es ist so viel mehr, das, was der eine will, also in dem Fall die Fragestellerin, dass der andere sich schon überlegt, oh Gott, ich lasse das alles raus und das kann ich nicht machen. Er überlegt sich das, er sagt es aber noch nicht. Und diejenige, die die Karten stellt, also die Frage stellt, die sagt sich, oh Gott, hoffentlich wird alles lieb, hoffentlich macht er mir einen schönen Vorschlag, ich habe ihn ja so lieb. Ist aber trotzdem verunsichert, sonst wäre sie ja auch nicht in der Kartenberatung. Gut,
Jetzt setzt eigentlich eine Kartenberatung erst richtig an. Jetzt wissen wir sozusagen die Grundlage und jetzt können wir praktisch mit dem Fragesteller darüber diskutieren oder ihm vielleicht auch neue Einblicke zeigen, wie denn das Thema Nähe und Distanz vielleicht besser für ihn gelöst werden kann, weil offensichtlich ist sie ja sehr happy in der Beziehung und will den Partner behalten. Nur mit der Strategie, was sie da fährt, wird es sicher nicht klappen. Ja, und da setzt dann bei mir zum Beispiel das Beziehungscoaching ein, dass ich dann über das Thema Klammern, Loslassen, Nähe, Distanz, was ist richtig, was ist falsch, einfach, also für denjenigen, der die Frage stellt, einfach kläre und ihm da weiterhelfe. Also die Tarotkarten sind da wirklich unheimlich gut zur Reflexion, geht aber genauso auch mit Kipperkarten. Vielleicht interessiert euch das mehr, dann kommt doch einfach in einen meiner Kurse. Ich gebe Online-Tarot-Kurse, Online-Kipper-Kurse immer im Einzelcoaching. Ich mache das auch bei mir in meiner Praxis und natürlich könnt ihr euch jederzeit auch bei mir zu einer Beratung melden. Würde mich freuen über Daumen und bis bald.